Schön hier zu sein. Creative Commons wurde natürlich inspiriert von Hackern, von einem Ort wie diesem, wo das Weitergeben, das Teilen immer schon Kultur war, nämlich im Bereich der Software. Das hat man versucht zu übertragen im Bereich anderer Werke, Bild, Audio, Texte. Heute gibt es kurzen Abriss, woher kommt Creative Commons und vor allem in Österreich und wie war der Weg zu dieser Übersetzung. Er hat 2 Jahre gedauert und wir schauen uns dann an, anlässlich eines Urteiles, das noch nicht rechtskräftig ist, an, was das eigentlich bedeutet und wie hier diese Lizenzen derzeit von Gerichten ausgelegt wird. Mit dem Ausblick noch auf CC0, da haben wir eine sehr intensive Diskussion, also Werke wirklich auch freizugeben ohne Namensnennung. Ist das in Österreich möglich? Ist das im deutschsprachigen Raum möglich? Und noch eine Ankündigung. Wir haben Creative Commons begonnen mit Flaschen. Flaschen, die bereits ein Kunstwerk waren, nämlich in Dornbirn, wo ich lebe, in einer Werkshalle. Und wir haben diese Flaschen abgefüllt mit Wasser und Open Source Water daraus gemacht. 1000 Wasserflaschen abgefüllt und mit diesem Fahrzeug, mit diesem Feuerwehrfahrzeug nach Linz gebracht und es dort bei der Ars Electronica verteilt, 2004. Das war der Start von Creative Commons mit einem Kunstprojekt. Dort verteilt, ausgeschenkt. Manche Leute erkennen sich wieder. Hallo Thomas. Um 2004 hat Creative Commons auch die Goldene Nika gewonnen. Natürlich nicht wir, sondern Creative Commons International, aber wir waren auch stolz. Rechts Georg Pfleger, der sich in den ersten Jahren sehr für Creative Commons engagiert hat. Hallo Georg, du hörst sicher zu. Wir haben viele Dinge mit Creative Commons gemeinsam entwickelt, etwa Registered Commons, das dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Dort kann man Werke hinterlegen und aller Welt kundtun, das bleibt auch ein Commons-Werk. Wenn ich Creative Commons heute nutze, dann gebe ich ja einen Button unter meinen Film, unter meinen Text, der kann aber wieder verschwinden und ich habe nicht die Rechtssicherheit, wenn ich das Werk wiederverwende. Registered Commons ist ein Werkzeug, um Rechtssicherheit zu geben für all jene, die aller Welt sagen wollen, mein Werk bleibt auch unter dieser Lizenz. Das haben wir gemacht auch mit der Wirtschaftskammer Österreich. Also wir haben auch versucht, in Metiers vorzudringen, die nicht so einfach sind, das zu verstehen, diese Kultur des Teilens. Ich war einige Jahre im Vorsitz der Kreativwirtschaft Österreich und da sind diese Heftreihe entstanden. Die haben das dann genannt Kapital der Kreativen, weil es hinten den Finanzteil gibt, aber vorne steht drin beschrieben, wie man Werke veröffentlicht und dass man das sehr wohl Sinn macht, auch Werke zu teilen, weil das natürlich für Fotografen durchaus auch ein Marketinginstrument sein kann, wenn ihre Werke genutzt werden, geteilt werden und der Name jeweils dabei steht. 1 Milliarde Lizenzen sind mittlerweile gezählt, also so oft wird, so viele Werke gibt es, wir können die Backlinks zählen und es ist damit eines der meistgenutzten oder wahrscheinlich das meistgenutzte Vertragswerk, das es gibt. Der Erfolg von Creative Commons liegt wahrscheinlich bei diesem 3-Schichten-Modell der Lizenzen. Es gibt einen einfach lesbaren Lizenz, es gibt diese Icons, dann, die sind von den Menschen lesbar, dann gibt es den Vertrag, womit sich die Juristen beschäftigen und auch Maschinen können die Lizenzen lesen. Wenn sie im Netz suchen, wenn sie in Google eine Suche machen, dann können sie auswählen, bei der Extended-Suche zeig mir nur jene Werke an, die zum Beispiel Creative Commons Share-like No Derivatives sind. Wir haben mit Creative Commons als Creative Commons Österreich uns mit Creative Commons Headquarters und den Leuten dort, die sind in den USA. Also Creative Commons ist eine Organisation in den USA mit Affiliates in vielen Ländern der Welt.
vor allem uns über Ontologien unterhalten. Wie kann man diese maschinenlesbaren Code auch erweitern für andere Rechtssysteme? Wie kann man auch eine GPL-Lizenz zum Beispiel so abbilden? Gut, soweit kurz die Geschichte. Creative Commons in Österreich, verschiedene Organisationen haben unterstützt, auch die WU Wien war mal Partner und Affiliate, dann Computergesellschaft, Almender Genossenschaft und derzeit ist der Affiliate-Partner die Faircom-Gesellschaft. Alexander hat organisiert und eingeladen, die deutschen Kollegen die 4.0-Version zu übersetzen. Wo die Unterschiede liegen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir haben sehr lange Debatten gehabt, wie wir die Lizenz nennen. Unsere deutschen Kollegen wollten sie die Creative Commons Public License, General Public License, wollten sie Jedermann-Lizenz nennen. War auch so wirklich in den Entwürfen drin. Und in einer von uns organisierten, über unsere Mailinglisten aufgerufenen Review der Kommentare gab es dann gerade hier in diesem Pad sehr viele Kommentare. Nein, das kann in Österreich so nicht bleiben. Jedermann ist eine andere Veranstaltung hierzulande. Und außerdem war die Analogie, die Sie gesetzt haben mit dem Jedermannsrecht, das es in Deutschland gibt, nicht ganz zutreffend mit der GPL-Lizenz. Also es blieb bei der GPL-Lizenz, auch in der deutschen Übersetzung. Sie ist fertig, wird in den nächsten Tagen live geschalten. Es ist nur mein technisches Detail von den Kollegen in den USA zu lösen, damit das wirklich dann im License-Chooser auch sichtbar ist. Bei der 4.0-Lizenz haben wir uns entschieden, nicht mehr zu übersetzen, also nur mehr zu übersetzen und nicht mehr zu portieren. Bei der 3.0-Lizenz hatten wir das noch jeweils an nationales Recht angepasst, was nochmal aufwendiger war, aber damit waren dann die Lizenzen nicht so ganz kompatibel. Im Zuge des 5-jährigen Diskussion auf die 4.0-Lizenzen hat man sozusagen alle Affiliates gefragt, wie können wir eine Lizenz schaffen, die möglichst auch kompatibel ist im Wording, im Verständnis. Es sind die Datenbankrechte explizit genannt und auch Teil dieser jeweiligen Lizenzen dort aufgenommen. Das heißt, ich kann eben Open Data und Ähnliches jetzt auch mit diesen Lizenzen abdecken, wobei unsere Empfehlung Richtung CC0 geht. Der Verzicht auf Persönlichkeitsrechte ist integriert, soweit erforderlich. Es gibt eine Möglichkeit, also anonym auch zu veröffentlichen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur 3.0-Lizenz. Und bei Verstoß gegen Lizenzbedingungen gibt es jetzt so eine Frist, also ich kann jetzt abmahnen, auch das ist in der 4.0-Lizenz drin. Das sind die wesentlichen Änderungen. Zur Erinnerung, hier gibt es Kärtchen hinten, da haben wir es auch nochmal aufgelistet. Es gibt diese 4 Schalter von den Lizenzen, die ich ein- und ausschalten kann, außer die Namensnennung. Menschen muss ich immer nennen, die Autoren und Autorinnen, und daraus kann ich dann 6 verschiedene Lizenztypen bauen. Und für all diese 6 Typen gibt es dann jeweils den Text dazu. Gut. Okay. Das Mikro ist drauf, ja. So zur Veranschaulichung, was die einzelnen Regeln sind, die in der Lizenz vorgeschrieben sind. Jetzt entschlossen, ein Urteil kurz vorzustellen, das in Österreich vom Handelsgericht im August ergangen ist. Es ist das erste Urteil eines österreichischen Gerichtes zu einer Creative Commons Lizenz. Es gibt in Deutschland auch lediglich 2 Urteile, die sind noch relativ schlank, aber daraus kann man ein bisschen sehen, wie das vom Gericht beurteilt wird. Der Anlassfall war, dass endet hat. Kabelproblem. Sonst nehme ich das Handmikro. Also es ist ein Film-Footage. Bankproblem. Okay, anyhow. Mm.
FPÖ-TV hat Filmfootage verwendet, das unter einer Creative Commons Lizenz stand. Es war ein Teilnehmer bei einer Demonstration gegen den WKO-Ball, der dann dieses bekannte Verfahren, der da wegen Gewalttätigkeiten verurteilt wurde, das sehr umstritten war. Und das ist ein bisschen entstellt dann in einem FPÖ-TV-Beitrag eingebaut worden und die Filmberaterinnen und Filmberater, die dieses Footage hergestellt hatten, haben eine Unterlassungserklärung der FPÖ geschickt und sie aufgefordert, dass sie das rausnehmen. Die haben daraufhin die Filmberaterinnen gleich geklagt, auf Feststellung, dass sie keinen Anspruch darauf hätten, diese Unterlassung von ihnen zu verlangen. So viel zum Hintergrund. Die Lizenz war eine CC BY Non-Commercial Share Alike 3.0. Das erste, was einmal für die Interpretation richtig und aber auch wichtig ist, das Gericht hat einmal festgestellt, so eine Creative Commons Lizenz ist ein Urhebervertrag im Sinne des § 24 Urheberrechtsgesetz. Also das Gericht hat das streng nach dem Lizenztext ausgelegt und das ist einmal die erste Basis. Das Gericht hat dann in der rechtlichen Beurteilung die einzelnen Attribute analysiert und bei der Namensnennung zuerst einmal festgehalten, jedenfalls ist zu nennen die mit dem Originalwerk verbundene Internetadresse und noch weitere Details. Es hat sich gestützt auf unter anderem einen Aufsatz von Florian Filipitsch, der mein Vorgänger als Legal Lead bei Creative Commons Österreich war. Und dazu hat es festgehalten, es gibt keine Angaben über den Bezug des, des Filmmaterials. Das ist mein erster Verstoß gewesen gegen die Lizenzbedingungen. Beim Thema nicht kommerzielle Nutzung, da hat das Gericht zwar keinen Verstoß festgestellt, also grundsätzlich hat es hier auch die Lizenzbedingungen ausgelegt und nicht den strengen Rahmen, der das Urheberrechtsgesetz und die Rechtsprechung, die österreichische, zur Nichtkommerzialität vorsieht, sondern einfach nur festgehalten, es darf keine Gewinnerzielung dienen und so eine Absicht sei bei FPÖ-TV nicht ersichtlich. Da könnte man ja an sich möglicherweise darüber diskutieren, jetzt nach dem Urheberrechtsgesetz. Hier ist aber der Lizenzrahmen, der Creative Commons Lizenz, der etwas weiter ist. Ja. Drittes Attribut, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Da hat das Gericht zunächst einmal festgehalten, dass es zu gleichen Lizenzbedingungen zu veröffentlichen ist, zu denen der Bearbeitung zugrunde liegende Werk stand. Hier war die Sachlage so, dass das von FPÖ-TV nach einer Standard-YouTube-Lizenz veröffentlicht wurde und die strengen Share-Like-Bestimmungen jetzt der Creative Commons-Lizenz nicht eingehalten wurden und deshalb, das war ein zweiter Verstoß gegen die Lizenzbedingung. Das hat zur Folge, wenn ein Verstoß besteht gegen die Lizenzbedingung, war das nach der Dreierlizenz noch, das ist auch nicht mehr sanierbar, die Lizenz fällt zusammen, gilt dann ganz normales Urheberrecht und das ist dann klar, es ist gar keine Zustimmung eingeholt worden, etc. etc. Ja, also es war ein klarer Verstoß und das Gericht hat entsprechend geurteilt, dass der Feststellungsantrag der FPÖ abgewiesen wurde. Also die FPÖ hatte sich auf Meinungsäußerungsfreiheit bezogen unter anderem und sonst gemeint, ja, das ist eine Creative Commons Lizenz, das dürfen wir irgendwie. Hat aber, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, FPÖ, also in genauen die FPÖ und der FPÖ-Parlamentsclub haben Berufung erhoben. Wir werden mal sehen, was die Berufungsinstanz dazu sagen wird. Ich rechne aber eigentlich, dass das Urteil halten wird, weil es meiner Meinung nach ziemlich eindeutig ist. Jo. Das bringt mich zum nächsten Thema, CC0. Das ist in der Überschrift steht da drinnen, also wird verwendet die Formulierung Public Domain und hier gibt es immer wieder Interpretationsdiskussionen und das war auch die Schwierigkeit der Übersetzung der 4.0er Lizenz ins Deutsche. Denn Creative Commons hat eben den Ursprung, den Ausgang in den USA und das ist das angelsächsische Urheberrecht Standard und wir sind hier in Kontinentaleuropa, wo wir von der Struktur her Urheberpersönlichkeitsrecht mit im Gesetz vorgesehen haben
Und da gibt es bestimmte Rechte, die je nach Lehrmeinung, auf die man nicht verzichten kann. Und die Idee oder den Zugang, ein Werk im Public Domain zu entlassen, das geht streng genommen nach österreichischer Rechtslage nicht. Deshalb gibt es eine Diskussion, ob quasi das zu empfehlen wäre, Creative Commons Null für Daten zu verwenden. Also Daten, da kann man ja überhaupt diskutieren, ob das urheberrechtlich geschützt ist, weil da braucht es eine Werkhöhe und das ist wahrscheinlich nicht überall, also es kommt darauf an, welches Datum es sich handelt, da kann man darüber diskutieren. Wenn ich es mit einer Lizenz versehe, dann habe ich zumindest eine Rechtssicherheit als Nutzer, dass egal, ob es jetzt einen urheberrechtlichen Schutz genießt oder nicht, ich kann es verwenden, weil das freigegeben wurde. Und wenn man sich den Lizenztext dann durchliest, stellt sich heraus, dass dieser Anspruch auf Public Domain eigentlich nur eine Überschrift ist. Drinnen ist es ein normaler Lizenztext, wo auf Rechte verzichtet wird. Und wo man dazu sagen muss, dass das bei der Entwicklung der Lizenz dieser kontinentaleuropäische Aspekt durchaus berücksichtigt wurde. Und ich habe das jetzt einmal in einer Erstüberprüfung mal angeschaut. Es gibt auch in Österreich durchaus Rechtsprechung, dass man auf das Recht zur Namensnennung verzichten kann. Ja. Das wäre ein ganz typisches Urheberpersönlichkeitsrecht. Also die Urheberschaft selbst nämlich. Die kann man einem Urheber nicht nehmen oder einer Urheberin. Der Ausdruck dessen wäre die Namensnennung, darauf kann ich aber nach der österreichischen Rechtsprechung verzichten. Ein zweites Spezifikum wäre, des Urheberpersönlichkeitsrechts wäre, dass ich der Schutz der Werkintegrität, also ich darf quasi mein Werk darf nicht besudelt werden, da muss ich mich wehren können dagegen. Das ist die Grundidee. Und die Besudelung wäre ja dann eigentlich letztlich eine Bearbeitung. Und die Frage ist, ob ich darauf verzichten kann, dass ich die Bearbeitung unter Bedingungen stelle. Wie jetzt aus dieser Rechtsprechung ersichtlich ist, ist es im Umkehrschluss offenbar zulässig. Ist ein bisschen schwierig, da konkrete Rechtsprechung zu finden, aber aus dieser, sofern sie halten wird, geht es aus dem Umkehrschluss hervor. Was haben wir am nächsten Slide? Na, ich muss noch kurz vor, also ich wollte dazu nämlich kurz noch eingehen, wenn nämlich, also die Alternative wäre, dass man CC BY verwendet. Ja. Das hieße aber, dass ich überall eine Namensnennung machen muss. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Datenbank aufbaue, wo ich 5000 Daten drinnen habe, ich habe unterschiedliche Datenquellen, manche sind mit CC0, manche sind mit CC BY, dann kann ich ja nicht einfach nur die Datenbank selbst mit CC BY im versehen. Ich muss jeden einzelnen Datensatz versehen mit dem richtigen Attribut und die Namensnennung machen, dort wo es erforderlich ist, ja, ist unglaublich. Ja. Also ist irre Aufwand und dass ich gegen eine Lizenzbedingung verstoße, ist nicht gleich passiert. Ja. Und dann fällt mir die ganze Lizenz zusammen, ja, und dann habe ich ein irrsinniges Problem. Ja. Von daher empfehlen Legal jetzt CC Headquarter. Ich war auch vor 3 Wochen in Lissabon bei einem europäischen Treffen der CC-Leute. Es wird in mehreren Staaten diskutiert. Es ist unisono die Empfehlung, CC0 zu verwenden. Das war das Leid. Okay, okay. Ah, ich habe auf den rechten Tag geschaut gehabt. Gut. Ich wollte dann noch kurz darauf eingehen, also wir haben das im Mai das Thema gepitcht irgendwie und eine Minute noch. Okay. Da hat sich inzwischen so viel ergeben, das Urteil ist inzwischen ergangen und auch diese Urheberrechtsreform ist veröffentlicht worden, der Entwurf der Europäischen Kommission. Ich würde kurz zum Status erzählen. Also es gibt dazu eine Stellungnahme von Creative Commons Österreich, das wurde unterstützt von der IG Kultur, zum Beispiel KUPF, verschiedenen Radio- und Fernsehgruppen. Es gibt eine große Plattform, die von der ISPA gezogen wurde, das AKV-Rat auch dabei und 20 weitere Initiativen. Die kann man sich anschauen. Kurz
Es ist leider kein großer Wurf für die Entwicklung eines Binnenmarkts im Urheberrechtssektor. Es gibt ein paar Vorschläge für freie Werknutzungen, die unserer Meinung nach nicht weit genug gehen. Vor allem fehlt eine große Fair-Use-Regelung. Es ist auch der Vorschlag drinnen für die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Verleger. Da will ich mich jetzt aber nicht weiter aufhalten. Das wird beim nächsten Netzpad vom Thiel Kreuzer ausführlich erörtert werden. Kurz möchte ich noch was sagen zum Upload-Filter, der für Host-Provider verpflichtend eingeführt werden soll. Ein großes Problem ist, dass das technisch an Grenzen stößt. Also bei Filmen ist es derzeit, soweit mir bekannt ist, gar nicht möglich, dass ich durch einen Upload-Filter das erkennen kann. Es gibt zurzeit erschöpfend nur Content ID, eine Datenbank von YouTube aufgebaut, die Content Filtering durchführen kann. Das hieß, es wäre ein großes Wettbewerbsproblem, weil man müsste sich wahrscheinlich, um das zeitgerecht umsetzen zu können, da in Lizenz begeben. Und das wirft ganz große Fragen auf, wenn ich das so zentralisiere, solche Content Filter-Mechanismen, dass ich da irgendwie Grundlagen aufbaue für eine Zensurinfrastruktur, wie es in China oder in Russland in Verwendung sind. Es ist aber auch, wirft auch rechtlich Fragen auf. Der EuGH hat sich bei einer entsprechenden Klage kritisch dazu geäußert gehabt. Das ist schon von 2011 das Urteil, wo es meint, dass das überschießend ist, dass eine generelle Überwachungsstruktur verlangt wird wegen einer Urheberrechtsthematik. Es wird aber auch dazu führen, dass wir eine Beweislastumkehr haben. Jetzt ist ja so, wenn ich ein Werk verwende, dann muss ein Rechteinhaber, der meint, in seinen Rechten oder ihren Rechten verletzt zu sein, kommen und mich zur Unterlassung auffordern und im Zweifelsfall zum Gericht den Fall tragen und dort das entscheiden lassen. So muss ich als Werknutzer beweisen, dass ich berechtigt bin, das Werk zu nutzen. Und es ist höchst zweifelhaft, dass beispielsweise, wenn ich eine freie Werknutzung in Anspruch nehme, das Zitatrecht beispielsweise, dass die technische Facility das tatsächlich herauslesen kann, dass ich hier jetzt zu Recht die freie Werknutzung in Anspruch nehme und muss vorher zuerst wohl unterliege ich dem Risiko, dass ich das Werk nicht hochladen kann, weil einfach ein paar Sekunden drinnen sind und die technische Facility das nicht erkennt. Yes. Wir sind fertig. Kurz wollte ich noch hinweisen darauf, beim nächsten netzpolitischen Abend wird der Thiel Kreuzer in diesem Auditorium sprechen zum Leistungsschutzrecht. Es gibt davor einen Vortrag von Thiel Kreuzer in der AK Wien, wo er generell ausführlicher zu diesem Vorschlag der EU-Kommission sprechen wird. Herzlichen Dank an euch beide und auch noch einmal ganz herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die ihr da macht mit Creative Commons Österreich. Das ist wirklich also ein, für mich als Nicht-Juristin und als eine solche, die sich da viel im Internet mit diesen Sachen beschäftigen muss, zwangsläufigerweise, macht sie unsere Arbeit um einiges leichter. Herzlichen Dank für die Arbeit, die ihr da leistet. Ja, ist noch ein extra Applaus, ja, sehr gut. Gibt es jetzt von eurer Seite, von Publikumsseite, irgendwelche Fragen, die jetzt noch kommen? Super, hier hätten wir eine Frage. Kriegst gleich das Mikro. Hi. Ich wollte fragen, ihr seid ja Österreich-Spezialisten, aber ihr habt ja auch Kontakte nach Deutschland. Dort gibt es diese GEMA-Vermutung, das heißt, jemand, der anonym Sachen ins Netz stellen möchte, veröffentlichen möchte, da wird automatisch davon ausgegangen, dass eine GEMA-Abgabe zu zahlen ist. Können dann Leute in Deutschland überhaupt eine 4.0er-Lizenz verwenden? Ja, ist an sich nicht das Problem. Also
an sich ist die Frage, ob ich Mitglied bin, ja, also wenn ich anonym, weiß nicht, bin ich überfragt aufs Erste. Also die Anonymität war mir jetzt auch nicht ganz klar. Also wenn ich es lizenziere, bin ich an sich als solches nicht anonym. Ich kann aber ein Pseudonym verwenden, beziehungsweise halt für die Verwendung des Werks dann mir ausbedingen, dass halt keine Namensnennung erfolgt. Ja. Also es gibt ja genügend, die halt, Autorinnen und Autoren, die unter Pseudonym veröffentlichen. Also herzlichen Dank. Gibt es noch eine Frage? Ja, es gibt noch zwei Fragen sogar und eine Mitteilung. Die Mitteilung zuerst, das Headset-Mikro funktioniert wieder. Hey. Ja, Antennen bewähren sich bei Funk. Der Herbert Waloschek wird es bestätigen. Das eine, was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, wusste ich nämlich nicht, dass ohne Benutzung der expliziten Registered Commons ist praktisch eine Lizenzänderung möglich. Also wenn ich etwas von einem Künstler verwende, der auf Creative Commons Basis veröffentlicht hat, der aber dann doch seine Seele an eine Verwertungsgesellschaft verkauft, dann kann sich die Lizenz auf Copyright wieder zurückändern? Die Lizenzen sind non-revocable, also nicht zurückziehbar. Wenn ich ein Werk veröffentliche und eine Lizenz, dann bleibt die Lizenz, aber ich habe ein Nachweisproblem. Also ein Screenshot hilft mir vielleicht. Eine Registrierung auf Registered Commons hilft mir noch mehr, weil da habe ich einen digitalen Zeitstempel dabei. Das gilt auch schon für CC3? Ja, da sind alle Lizenzen, also da haben wir auch die früheren Lizenzen mit abgedeckt, kann ich mit auswählen. Die zweite Frage, ich war ein bisschen überrascht, ja, ich habe das Mikro. Ich war ein bisschen überrascht, auch darüber, dass jetzt eine Anpassung an österreichische Rechtslage entfallen konnte. Das war eigentlich eine Fleißaufgabe, ist gar nicht nötig, weil die CC eh so weit vom üblichen Urheberrecht weg ist, oder? Also es gibt natürlich einige, vom Wording her einige Formulierungen, die unterschiedlich sind jetzt zum deutschsprachigen Raum, wie beispielsweise Schranken oder freie Werknutzung. Also in Österreich gibt es keine Schranken, da heißt es freie Werknutzung. Im Prinzip jetzt die Unterschiede, die vorher in der 3.0er waren zwischen der deutschen und der österreichischen Version, waren minimal. Und Zielsetzung der 4.0er Lizenz war eben, ein Lizenzsystem zu entwickeln, wo ich international mit den Lizenzen operieren kann und nicht für jede einzelne Rechtsordnung eine Speziallösung finde und dann in der Rechtsausübung Schwierigkeiten auftreten können. Und der Lizenztext ist so gestrickt, also es sind immer wieder Fallback-Varianten drinnen, um das abzusichern, die mehr oder minder darauf hinauslaufen, dass auf Formulierung, es wird verzichtet auf Rechte, das soweit nach dem jeweils geltenden Recht möglich ist. Ja. Weil dann natürlich, hier war österreichisches Recht anwendbar bei dieser Klage vor dem Handelsgericht Wien, weil der Ort des Verstoßes in Österreich war, deshalb ist österreichisches Recht anwendbar und entsprechend ist da der Lizenztag dennoch nach österreichischem Recht im Hintergrund zu prüfen. Ja, bitte. Wir haben jetzt schon drei Fragen angemeldet und das werden dann auch jetzt alle sein, die wir heute noch in diesem Rahmen beantworten werden. Ich möchte euch alle anderen, die jetzt noch keine Frage angemeldet haben, noch darauf verweisen, dass wir ja dann nachher ab ca. 21.15 Uhr noch diesen inoffiziellen Teil haben, wo wir das alles noch einmal näher bequatschen können. Aber zuerst bitte da ganz hinten. Gell? Ja, ja. Danke. Wir haben in Wikimedia und Wikipedia-Projekten momentan die Diskussion, dass wir von 3.0 auf 4.0 umstellen bei CC BY SA. Und eines der Hauptargumente, dass Leute nicht umsteigen wollen von 3.0 auf 4.0, ist, dass diese 30-tägige Heilungsfrist dazu führt, dass dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird. Als Beispiel, bei 3.0 kann man momentan sofort eine Mahnung ausschicken oder Abmahnung.
mit einer Geldforderung und das wäre dann eben bei der 4.0-Lizenz nicht mehr möglich. Und die Leute würden sich lieber eher selber entscheiden können, wen sie jetzt sofort abmahnen, wem sie jetzt eine Heilungsfrist zum Beispiel zustehen würden. Ich muss dir das nur wegnehmen, weil sonst gibt es keine Antwort. Ja, ich verfolge die Diskussion mit, die ja gerade offen ist in den Wikipedia-Foren. Das ist ein Punkt. Sehr oft sehen wir, dass es nicht Absicht ist, wenn die Leute vergessen oder die Nutzung, also ein Werk nutzen, ohne die Lizenz zu beachten und dass sie sehr wohl die Lizenz beachten würden, aber eben den entsprechenden Hinweis vergessen haben. Und hier gab es einfach auch schon Abmahnungen, die nicht gerechtfertigt sind, vom Aufwand her, von der Höhe her. Wir denken schon, dass so eine Frist etwas Sinnvolles ist. Wer das im Bauschen Bogen ausnützt, den wird man auch ganz anders, würde das sicher ein Gericht beurteilen, wenn da sozusagen Kalkül dahinter steht. Also diese, aus meiner Sicht gab es keine Wahlmöglichkeit, dass ich selbst überlege, ob ich eine Abmahnung, also ich kann es überlegen, ob ich abmahne oder nicht, aber die Lizenz ist jedenfalls zusammengefallen. Also quasi, es ist ein Automatismus, wenn ich nicht mich an die Bedingungen halte, dass die Lizenz futsch ist. Ob ich es dann selbst wahrnehme und Ansprüche geltend mache, natürlich, das obliegt nach mir selbst, aber die Lizenz ist jedenfalls weg. Und das ist eine Rechtsunsicherheit, die dadurch hergestellt wird, die meiner Meinung nach nicht im Sinne der ganzen Übung ist. Ja. So, die vorletzte Frage haben wir noch hier gehabt. Bei den Registered Commons ist da die Beweislast quasi bei demjenigen, der es verwendet oder bei demjenigen, der das Werk ursprünglich unter die CC gestellt hat. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Werk unter CC stellt, ich verwende es, habe ich dann die Möglichkeit über Registered Commons zu sagen, ich habe das jetzt verwendet, habe es als CC verwendet und im Nachhinein, wenn der die Lizenz wieder ändert, kann ich aufzeigen und sage, bitte, ich habe das aber registriert und ist das so, wie ich das verstanden habe? Genau so ist es. Da gibt es einen digitalen Zeitstempel, der mit eingeholt wird. Ich kann ein Zertifikat mir ausdrucken und kann notfalls nochmal anfragen. Also im Zuge eines Verfahrens würde ein Gerichtssachverständiger nachfragen, wie wurde das denn damals registriert, wie ist der Stempel zustande gekommen. Und das ist, wir haben noch keinen Case, aber das würde als Beweismittel sicher hochgewertet werden. Dankeschön. Und die letzte Frage war hier drüben, stimmt das? Ich würde ganz gern zurück noch gehen zu Wikidata und überhaupt Datenbanken unter freien Lizenzen, CC0 oder so etwas. Das Problem, was sich hier stellt, und man spürt es ganz genau, alle, die mit Datenbanken arbeiten, sind wahnsinnig genervt von denen, die sagen, na, wir machen das nicht unter CC0. Die sind furchtbar genervt. Ja? Ich halte es für eine vollkommen falsche Einschätzung, zu sagen, ein einzelner Datensatz kann doch nicht bitte gedeckt werden mit seiner Quelle oder mit seinem Ursprung. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube erst, dass die Daten erst ihre Qualität bekommen, wenn man sie tatsächlich derartig decken könnte, ja, und sie auch deckt, wo nämlich die Ursprünge dieser Daten überhaupt herkommen. Sonst haben diese Daten keine Qualität mehr. Wir hatten diese Diskussion lang in Wikidata, ja, und ich finde, man sollte ein bisschen sauberer mit der Situation umgehen. Nicht die, die dagegen sind, dass Daten CC0 haben, sind die Bösen, sondern die, die sich nicht überlegen, zu sagen, ja, da müssen wir eben diese Probleme lösen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen bei dir, dass du ziemlich genervt bist von diesen Idioten, die sagen, na, Daten müssen wir natürlich nicht mit einer CC BY-SA 4.0 oder irgend sonstigen Lizenz machen. Ne? Und ich finde, da sollte man noch sehr, sehr viel arbeiten dran. Ja. Ja, da ergeben sich schon Themen für eine spannende Diskussion. Kannst du uns da noch eine kurze Antwort geben? Also ich bin für meinen Teil Jurist und mir geht es vor allem um Rechtssicherheit. Ja, und ich okay. Ist okay, ja. Mir geht es um Rechtssicherheit in dem Sinn, dass die Nutzerinnen und Nutzer wissen, was damit tun dürfen und wenn ich es wirklich hergeben, freigeben will, dann soll es freigegeben werden. Also wenn es jetzt um
die Nennung der Quelle jetzt an sich, wenn es jetzt um wissenschaftliche Ethik geht, wenn ihr was zitiert, dass ihr die Quelle angebt, das ist ein wissenschaftliches Thema, aber kein Urheberrechtsthema. Und was dann meistens auch oft da kommt, ist irgendwie so diese Moral Rights, dass ich mir vorbehalten will, quasi irgendwie, dass ich das verhindern kann, dass wenn irgendwer böse ist, dass er mein Werk nicht verwenden darf. Das ist meiner Meinung nach auch kein Thema für Urheberrechtsdiskussionen. Urheberrecht, da geht's, bei Urheberrecht geht es eigentlich nur um die wirtschaftliche Verwertung. Urheberrecht ist nur ein Thema, also wenn ich es kurz, ich sehe das ganz banal so, das ist ein Monopolrecht, das eingeführt wird, das einzig eigentlich gegen unsere Kartellrechtsgebung verstößt. Ja. Und das ist nur gerechtfertigt dadurch, dass quasi der Inventor einen Wettbewerbsvorsprung haben soll, quasi irgendwie er soll als Erster das genießen können, dass er das entwickelt hat. Und das ist die ganze Geschichte. Mit Creative Commons ist nichts anderes als ein Patch, ja, zum Urheberrecht, wo wir uns leider sehr engagieren müssen und viel Aufwand reinstecken müssen, damit wir irgendein Lizenzsystem haben, um mit diesem Urheberrecht irgendwie gut zugange zu kommen. Letztlich müssen wir uns dort engagieren bei der Reformierung des EU-Urheberrechts und klar sagen, wir wollen da mehr Offenheit, Freiheiten haben und nicht, so wie jetzt gerade der Entwurf entstanden ist, mit wesentlich mehr Einschränkungen. Dort müssen wir uns engagieren, dann braucht man viel weniger zu tun mit, haben wir weniger zu tun mit den Lizenzen. Herzlich, wir haben wirklich noch ganz viel Diskussion, aber wir haben... Lizenz zu verwenden, die er will, also wir empfehlen halt CC0, also das... Super. Herzlichen Dank. Wir haben noch ganz viele spannende Sachen, die wir heute noch reinbringen wollen. Und ich danke euch noch einmal ganz herzlich. Vielleicht noch einen tollen Applaus. Und noch ein kurzer Hinweis auf den ganzen Swag, den ihr mitgebracht habt. Ja, so ein, was man sich nachher hier, das kleine Büchlein, das du vorher präsentiert hast, unter CDs erkenne ich hier auch. Nicht so schlecht. Herzlichen Dank.